Nein. Nein. Verdammt. Urban nicht. Ach nö. Von ihm bleibt nur noch ein Steak übrig. I am so sorry. Oh nein, Urban. Oh, Scheiße. Er ist tot. Ruben. Verdammt. Es sollte nicht passieren. Ruben, nein, warum? Ruben, ja gut, Ruben. Ruhe und Frieden, mein Schweinchen. Warst ein starker Kämpfer. Und mein Begleiter im Kampf gegen den Mörder. Mehr als nur ein Haustier. Ein Mitstreiter. Oh man. Er lebt. Er ist geheilt von der Krankheit. Lass ihren Glauben. Wir werden ihnen jetzt nicht die Ornsteins Geschichte wegnehmen. To Jesse and his friends. But I owe a debt to you people as well, which is why man sollte den Leuten niemals den Glauben nehmen an die Legenden. Nein. We may have defeated the Ender Dragon, but that is nothing compared to what these heroes did. Genauso. They took down a Witherstorm. They are a new genauso macht man das. Eine neue Generation von Helden. Ja, Ivor wird das nicht gefallen, aber lass den Leuten ihren Glauben, lass denen ihre Legenden. Die dürfen den Glauben nicht verlieren. Ihre Hoffnung auf eine neue Zukunft und auf die gute Erinnerung an die Vergangenheit. Das dürfen die nicht zerstören. Truth is, I didn't do it alone. Far from it. Ich hatte Ruben. Ja. Den Ohren hatte ich auch. Meine Freunde hatte ich auch, aber Ruben. Mein Schwein. Ruhe und Frieden. I could never have done this without him. He gave me advice. Picked me up when I was down. And in the end, saved every one of us. I'll really miss the little guy. We all will. Anyway. Wir vermissen ihn. Crazy to think my friend started out. Warum das kleine Schweinchen? Warum er? I mean, come on, we went to the end. Alle haben überlebt, bis auf Elegard, die ist gestorben. Elegard und Ruben. Oh Mann. Diese Tode. Verdammt. Zusammenhalten. Ja. Auch nach Toden und Verlusten. Wir müssen alle zusammenhalten. Ein Team. Sie werden es nicht vergessen. Ja.
neue Legenden erstehen. Entstehen. Jesse, this is the Nether Star that dropped when the Wither Storm was destroyed. Oh, unser erster Schatz, unser erstes Artefakt. Der Beginn eines neuen Orden. Der Orden des Schweins. Ja, auf jeden Fall. Die Vergangenheit war glorreich. Die Zukunft wird es auch. Die Zukunft wird wunderbar. Glorreich und erhaben. Der neue Orden des Steins. Der Orden des Schweines. Auf jeden. Wir sind nicht der Orden des Steines. Der Orden des Steins, das sind Gabriel, Elegard, Zoan und Magnus. Wir sind der Orden des Schweines. Der Orden, dessen Motiv, dessen Maskottchen Ruben bleibt. Episode 5 wird den Orden, den neuen Orden erzählen. Hast du Lukas überzeugt zu bleiben? Bist du in die Hexenhütte gegangen? Hm. Jemand Axt, wusste ich doch, die meisten machen sich in das Schwert. Ja, das sind unsere Ergebnisse. Heute mal wirklich hier gezeigt. Nicht nur in einem Screenshot zusammenschnitt zusammengefügt. Episode 4 zwischen Block und Amboss. Na, das war doch toll. Das sind tolle Ergebnisse. Ziemlich grün, bis auf die Diamantaxt. Das war mir aber klar, dass alle sich das Schwert holen. Haben die meisten sich auch wahrscheinlich das Schwert geholt. Ich als Zwerg muss damit die Axt nehmen. Gabriel überzeugt, das Geheimnis zu wahren. Ja, wir wollen den Leuten nicht ihre Illusionen nehmen. Ja. 48% der Spieler haben den Überzeugung. Oh, komm, Leute. Mehr als die Hälfte haben die Wahrheit erzählt. Komm, Leute. Was seid denn ihr für Menschen? Man kann den Leuten doch nicht. Ach man, okay. Da geht Episode 4 zu Ende. Und wir haben wichtige Leute in unserem Team verloren. Wir haben Elegard. Und weiter geht es mit Episode 5. Immer her damit. Ozelotz. Ozelotz. Telltale Games präsentiert. Jesse. In Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit Mojang. Vielleicht auch in Zusammenhang. Puh. Ausweichen. Gibt es direkt mal Quicktime-Events schon im Intro. Bewege ich nicht recht nach rechts, um die Gegner anzugreifen. Na. Minecraft Story Mode. Episode 5. So schaut's aus. ZL. Mit ZL wird hier angegriffen und mit ZR abgeblockt oder was? Ja, na dann. Geht glaube ich mit beidem, oder? Stürzen wir uns auf die Zombies, die hier ankommen. Oh nein, Skelette hinter uns. Petra von oben. Eine Telltale-Geschichte von den zwei Leuten, die ich gerade nicht vorlesen konnte. Zack. Es ging zu schnell. Regie von Dennis Leonard und Graham Ross. Thanks. Hey Jesse, check this out.
Oh, Exa ist auch mit dabei. Und ringt gerade mit zwei Zombies. Pretty cool, right? Ja. Hast du immer noch den Astronautenhelm auf, oder was? Künstlerische Leistung von Derek. Und das Nachnamen konnte ich leider nicht lesen. Umgebung von Jeff Carrot. So, High Five. Animation von Jeffrey Scherzer. Wenn man es ausspricht. Und die Choreografie ist von Scott Hammack. Und die Monster sind tot. Und den einen habe ich jetzt nicht vorgelesen. Tut mir leid, mein Lieber. Cooler Stich. Original Soundtrack von Under Devil. Well, Jesse? No. Ein Tempel von Ivor. So, are we doing this? I think Jesse's just taking it all in. Wir wollen ein paar Schätze. Wir wollen uns ein paar Schätze. Wir sind ohne Steins. Wir sind ohne Schweins. Hier gibt es doch bestimmt das eine oder andere zu entdecken. So much for treasure. Und was uns als cooler Schatz dienen kann. Ja, die Schätze an einem Ort liegen nicht immer gleich offen. An einem Schatzort. Bodenabfluss. Das macht Sinn. Ein Hebel, wenn ich den mal nicht betätigen kann, verwenden wir ihn. Okay, die Lava strömt ab. Okay. Den Hebel haben wir betätigt. Nice Racer. Das hätten wir. Ein Lava-Kanal ansehen. Lava-Kanal verwenden. Das wär's. Ein Klotz in der Mitte. Der uns noch den Weg versperrt. Mit Petra reden. Aber selbstverständlich. Who's Petra? Oh, hat sie uns einen Streich gespielt. Wie geht's denn dir? Memory's all back, as far as I can tell. Now I'm just trying to get used to having teammates and people who worry about me. That's pretty new for me. It's nice, though. Kommt vor. Als Mitglied des Steins. Des Ohren des Steins. Was hältst du von diesem Tempel? Das ist eine gute Frage. Diesmal hatten wir keinen Zeitdruck. Das war schön. Können wir uns in Ruhe durchlesen, was wir für Optionen haben. Woher weiß Ivor von diesem Ort? Ach so, ja, das sind diese Optionen. Da hat man immer Zeit. Das ist eine Befragung. Die ging schon öfters. Ohne Zeitdruck. Na dann. Ich mag es manchmal ein bisschen ruhiger. Ohne so viel Zeitdruck und so ohne plötzliche Entscheidungen. Okay. Da geht's zu. Wenn wir den einen Hebel betätigen, geht das andere wieder auf. Ja, wieder zu. Hast du irgendwelche tollen Ideen? Well, these channels of lava are blocked in strategic locations by those sticky pistons. Ja, das habe ich schon bemerkt. And I'm guessing something cool will happen. Ja, die Lava wird abfließen. So, have you been having a good time hunting for treasure? If you had asked me a couple of months ago, I would never have thought I would like all this adventuring. Ich wollte gerade fast schon fragen, wer ist denn das überhaupt? Wer ist denn das Mädchen? Habe es fast gar nicht erkannt. So, Olivia. Mit diesem Helm auf. Ja, erkenne ich sie ja auch nicht mehr. Finden wir jetzt hier ein Interview mit den einzelnen Mitgliedern. Ja, gibt es bestimmt einiges Cooles. Dann betätigen wir den Hebel mal.
Ich weiß nicht, warum die anderen dann wieder zugehen. Und wie kriegen wir das hin, dass... Kriegen wir das hin, dass alle offen bleiben? Vielleicht hat Axel ja eine Idee. Hey, Axel, Gedanken Axel, zu der Situation. Genau, das könnte man mal fragen. Naja, Axel will in die Tat umsetzen. Er will Sachen in die Tat umsetzen, dabei sprengen und handeln und Sachen machen. Wir erleben die besten Abenteuer. Ja, so schaut's aus. Der klingt ein klein wenig gelangweilt. Kann das sein? Das ist so ein bisschen, ja. Der will hier gar nicht rumsitzen. Der will sofort den Schatz finden und weitermachen. Der ist ein bisschen ungeduldig, glaube ich. Der Axel, ja, der ist kein ruhiger Typ, glaube ich. Der will sofort ans Eingemachte gehen. Finde eine Lösung für das Rätsel. Naja, bisher haben wir eine Lösung für jedes Rätsel gefunden. Aber ja. Vielleicht müssen wir die in einer bestimmten Reihenfolge öffnen. Nee, es funktioniert scheinbar doch irgendwie nicht. Es wirkt scheinbar doch nicht so richtig. Na komm. Ja, das funktioniert. Das klappt. Das läuft durch. Vielleicht dann auf der anderen Seite. Nicht das in der Mitte, sondern das auf der anderen Seite. Hier links. Vielleicht könnte das so gehen. Würde zumindest einer gewissen Logik entsprechen. Nein! Das funktioniert nicht. Das geht wieder zu. Scheint wirklich eine Reihenfolge zu sein. Dann versuchen wir mal was aus. Testen wir mal, wie die richtige Reihenfolge wohl ist. Ich hoffe doch, dass das eine Reihenfolge ist. Weil sonst sehe ich keine Lösung. Ist das vielleicht da, wo er gerade schon hingeguckt hat? Das nächste Hebelchen. Kommen wir so weiter. Ja, es funktioniert. Und es bleibt stehen. Vielleicht ist das wirklich die Lösung. Dass wir die Reihenfolge machen müssen. So. Und wenn sich das jetzt nicht sofort schließt, dann haben wir vielleicht sogar... Na, es schließt nicht sofort. Also das, dann das in der Mitte, dann wieder das dort. Könnte das... Aber was würde das für einen Sinn ergeben? Ich verstehe es nicht. Verstehe die ganze Sache noch nicht. Ich verstehe das Rätsel nicht. Okay, er blickt darüber. Vielleicht hat das eine Bedeutung, dass er da hinguckt. Vielleicht hat das was zu bedeuten. Jetzt guckt er wieder zurück dorthin. Vielleicht hat das auch einen Sinn und wir müssen hier wieder das betätigen. Und schauen, wo er dann als nächstes hinguckt. Vielleicht macht's einen Sinn. Jetzt tut sich was. Ah, okay. Und er hat darüber geguckt, zu dem letzten Teil. Das könnte jetzt klappen, unter Umständen. Den Hebel betätigen. Das letzte Lagerfeld öffnen. Na, das sieht doch super aus. Als würde es klappen. Und wir haben das Rätsel gelöst, es geht weiter. Ja, ein Geheimgang hinunter. This kind of reminds me of when we first found the Order's temple. We were such a scared bunch of noobs back then. Hey, I wasn't scared. Ja, wir waren ziemlich unvorbereitet. We were all totally unprepared.
And think, that was just the beginning. Das ist der Anfang des neuen Orden des Steins, des Orden des Schweines. Na dann. Was wir wohl hier unten finden. Ich hoffe, viele Schätze. Bingo! Ein Schatz. Gucken wir rein. Öffne die Truhe. Die erste. Zack, was haben wir da drin? Na, sag an. Hey, it's a cake. Kuchen. Oh, you got cake? Miam. I really love cake. My mouth is practically watering just looking at it. Right? Kuchen ist das Beste. Zu müd gemampft. Miam, miam, miam. Das ist doch spitze. Das war kein Gold, aber Kürbis. Diamant? Nein, kein Diamant. Wow. Sieht magisch aus. Was das wohl ist. Ich weiß auch noch nicht, was ich da gefunden habe. Vielleicht bringt es was. Ist das ein Zauber? Es leuchtet. Also muss es ein Zauber sein. Das ist, glaube ich, das Wertvollste aus der Verpackung hier, aus der ganzen Box. Verzauberter Feuerstein und Stahl schlagen. Zack. Okay, wir haben uns ein paar Zombies hergezaubert. Das war ein sehr sinnvoller Zauber. Das hat sich ja wohl gelohnt. Wenn das ein Zauber... Kriegerkralle. Wenn das ein Zauber war, dann war das ein sehr... kluger. Was Kriegerkralle? Also die Kriegerkralle. Zack, 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 zack. Eine sehr schöne Technik. Joa. Kriegen wir noch eine schöne Pose für den Orden des Schweines, für den neuen Orden des Steins. Das wäre bestimmt cool. Hätten wir mal ein Gruppenfoto. Zack. Komm. Zack, zack. Runter in die Lava geworfen. Zombies in die Lava. Oh, weil. Die Treppe ist weg, oder was? Get out. Ein genialer Film, den ich nie gesehen habe. Leider. Oh nein, scheiße. Da ist der Anführer des neuen Ohnesteins schon gestorben hier. Durch Lava. Deswegen hat versucht, in Lava zu schwimmen. So schaut's aus. Zack, zack. Schnell reagieren. Ja. So macht man das. So ist es richtig. Hup, B-Taste. Hops. Könnten wir auch runterfallen. Die ganze Treppe brennt. Oh wei. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Ein Filmzitat. ZR. Na komm. Das war gut. Das war aber sehr knapp. Hätte ich auch mal fehlen können. Na komm. Kletter, 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 kletter. Wo ist die Froschperspektive? So schaut's aus. Spinnen, ach du Schande. Spinnen können wir jetzt gar nicht gebrauchen. Ja, ZR. Habe ich die jetzt geschlagen oder nicht? ZR. Zack. ZR. So, alle weg oder was? Oh, schnell hoch. Sonst sitzen wir halt fest für immer. Uh-oh. Das sieht nach Fail aus. Ich bin wieder tot. Weiter hoch. Diesmal richtig treffen. Der Checkpoint ist weiter oben. Das ist gut, dass wir nicht alles wieder von vorne machen müssen. Kann es auch eigentlich auch sein, dass wir von einer dieser Spinnen getötet werden. Das muss einfach nicht schaffen. Besiegt oder... Ja, nice.
haben wir das Diamantschwert ausnahmsweise mal nicht verloren. Sind nicht an der brennenden Ranke verreckt. So. Wurden angekommen. Jetzt das Schwert noch. Zurücknehmen. Da können wir auch verlieren. B. So. Raus hier und weg hier. Unsere Schätze haben wir mitgenommen. Ja, langweilig wird es bei uns auf jeden Fall nicht. Ja, bloß was haben wir hier gefunden? Flintenstiel. Soll ich als erstes verbinden mit dem Feuerstein? Dampf. Baumstumpf. Entzünden. Zack. Wow. Es brennt hier lichterloh. Davon bleibt nichts mehr übrig. Wer bist denn du jetzt? Gott, wie ist denn du von uns? Was wollt ihr? Losers, das sagt doch zu uns. Wer seid ihr noch gleich? Was wollt ihr denn hier? Entschuldigung. Was seid ihr denn? Ah, okay, die wollen nur Streit. Die wollen hier Stress von uns. Mit uns. Die Ocelots. Ach so, die ehemalige Lucas Gang. Ach, die Lohnruten. Blöder Name. Kann man mal so sagen. Jetzt wird zurückgedisst. Jetzt entsteht ein. Jetzt wird hier Battle-mäßig. Rap-Battle-mäßig. Gedisst. Lucas ist ein Held, das steht ja mal wohl mal fest. Auf jeden Fall. Also, ein Held des Ohren des Steins, des Ohren des Schweines. Nicht von euch, Lohenruten. Ocelots war schon besser. Ihr habt nicht das Zeug zu, ganz ehrlich. Ihr habt nicht gegen den Buddha gekämpft. Ihr habt nicht die ganzen Abenteuer durchgestanden. Ihr habt nur so ein kleines Wettbewerbchen gewonnen. Wir haben den Buddha besiegt. Wir haben Abenteuer erlebt. Na komm, jetzt wird hier gekämpft. Mal schauen, wer hier der Stärkere ist. Na. Wer will hier unsere Sache ankämpfen? Tja. Niemand zweifelt den Orden an. Wow, ziemlich einfach zu verängstigen. Ja, so sieht's aus. Die haben ja nicht mal gekämpft. Die sind einfach weggegangen. Wir nehmen es mit nach Hause und gucken dann, wie es funktioniert. Das ist genau in dieser Reihenfolge. Erste Schatzreise überstanden. Ja, wieder zurück zu Hause oder was? Die sind bloß eifersüchtig. Das passiert öfters mal. Weil wenn man berühmt und bekannt und heldenhaft ist, dann kommt schon öfters mal vor, dass es ein paar Neider gibt, die einem das nicht gönnen. Damit muss man wohl leben. Oh nein. Fans, die uns hier auf den Keks gehen wollen.
Oh nee. Ich meine, er hat ja alles seine Sonnenseiten, der Ruhm, aber auch seine negativen Seiten. Zum Beispiel, dass du nicht mehr über die Straße laufen kannst, ohne Feuer angeboten wirst. Wir sind wieder da. Hallöchen, Popöchen. Wir waren nur kurz auf einer Schatzsuche. Und jetzt sind wir wieder zurück. Hallöchen, Popöchen. Ja, von wem ich diesen Spruch wohl geklaut habe? Von niemandem. Ich werde. Oh, Scheiße. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte nicht unnahbar sein. Ah, Kacke. Das kam jetzt falsch rüber. Das hast du es einfach nicht geschafft. Okay. Was da los? Das Ding sieht abscheulich aus. Was wurde denn da gemacht? Was ist denn da passiert? Was zum Geier wurde da gemacht? Jetzt müssen wir das wieder regeln, oder was? Gibt's da nicht irgendwelche anderen Leute, die dafür... Ivor hat schon wieder Scheiße gebaut. Ach Mensch, es war ja klar, dass der schon wieder dahinter steckt. Machst du Ärger, Ivor? Machst du Ärger in unserer Stadt? Ach Leute, ich sag mal kurz zu einer Stadt zurück, dann richtet Ivor hier wieder Schaden an. Du kannst dir nicht einfach irgendwie in dein Haus versucht, Leute zu töten. Shut up. Ivor, I like building as much as the next person, but there have to be rules. Es gibt da Regeln. Du kannst nicht einfach irgendwelche Sachen. Dein Haus tötet Leute. Bau dir ein besseres Haus. Bau dir ein Baumhaus ohne Lava. Bau dir irgendwas. Kein Lava-Haus. Bau dir ein Wasserhaus. Wenn da Wasser rausfließt, ist das Ganze in Ordnung. Mach irgendwas. Ja. Wir setzen uns mal zusammen und holen mal ein paar Ideen zusammen. Brainstorming, was kann man so für Häuser bauen? Tut mir leid. Wie gesagt, wir treffen uns mal in der Runde und überlegen mal ein bisschen was. Können ja was Geniales, Großes bauen, aber bitte kein Lavasee erzeugen in der Stadt. Ja, genau. Okay. Der wird ziemlich direkt auf einmal. Und 10 Minuten in der Schatzkammer. Okay. Ja. Wasser drauf werfen. Dann wird's zu Obsidian. Das kriegen wir noch mit einer Diamantspitzhacke weg. Aber die haben wir ja, oder? Gute Arbeit heute, ja. Mal ein bisschen loben. So, in 10 Minuten bei der Schatzkammer. Ja, so hieß das. Wow, this place is really shaping up. Ja, da sind viele Schätze. Und Lucas. Das ist doch Lucas, oder? Der auch hier geblieben. Und mein Anzug hier. Sah da eben gerade meine Rüstung. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Du bist auch wieder da. War da gerade ein Stock ausgestellt? Ein gewöhnlicher Stock. Der hat bestimmt auch einen idealen Wert, eine Bedeutung. Hier, da oben links, da steht doch meine Rüstung. Wahrscheinlich eine andere Ausfertigung, aber. Ja.
Ja, so wird mal Zeit, diesen Part zu beenden. Damit ich noch um, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Man sieht sich. Angenehmen 40. Tag euch noch und dann haut da rein. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.